Hey Leute, der Griver hier. Willkommen zur nächsten Runde von Dawn of Man. Wir machen weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, mit unserer kleinen Siedlung hier. Wir haben immer noch nur 9 Bevölkerungen. Wir haben aber genug Platz, damit hier immer mehr Leute rein können. Schon die übelste Aufhängstation hier. Das ist richtig geil. Lagerzelt ist leer. Das ist fast voll. Machen wir ein bisschen schneller. Wir haben, glaube ich, jetzt unseren ersten Hund, der hier mit reinkommt. Ein erwachsenes Weibchen. Wir könnten es auch töten, wollen wir aber natürlich nicht machen. Die sind Angeln. Da hinten habe ich gesehen, war ein Tier, aber ansonsten ist hier leider gar nichts. Oh, hier drüben. Das ist auch wieder wegen den Bären ein bisschen blöd. Wir müssen hier unbedingt mal eine Brücke oder sowas bauen. Aber das Wildschwein eigentlich jagen können. Ist jetzt nicht so weit weg. Da läuft doch schon der erste hin. Balik, okay. Baliok. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Schnappst dir das Wildschwein. Wo ist denn das hin? Da vorne. Oh, er will rüber. Oh, es ist das erste Mal, dass wir das gejagt haben. Okay. Ba-ba-bam. So, wir machen mal auf 4. So, ansonsten gibt es jetzt eigentlich erstmal nichts zu bauen, glaube ich. Wir haben alle möglichen Lager. Wir haben genug Häuser. Wir könnten noch einen Totempfahl machen. Ist eigentlich alles gut. Die sind alle auf Auto Reset. Der Gerber ist auch dabei. Aber wir haben keine Häute. Das heißt, wir müssten doch mal. Oh, jetzt geht's los. Keine Ahnung, ob wir die alle kriegen, aber das wäre auf jeden Fall mal richtig schön. Ich hoffe, die gehen irgendwie alle gleichzeitig los. Alle sind jagen. Vielleicht erwischen sie so die, wenn sie durchs Wasser warten. Das ist immer. Ah, schade. Jetzt müssen unsere hinterher. Ja, die werden bestimmt abhauen. Sind hier eigentlich immer noch die Bären? So, ein Pferd haben wir auf jeden Fall. Zwei Pferde haben wir. Ein anderes ist leider auch geflohen. Was haben wir denn hier? Die mal ein bisschen näher zu unserer Siedlung kommen würden, ey. Ansonsten müssen die hier immer so weit hin und her laufen. Super ärgerlich. So, was könnte man als nächstes erforschen? Spiritualität. Hier könnten wir dann Bäume fällen. Oder wir gehen noch mal für Bogenschießen und Schleudern. Ich kann mal dadurch ein bisschen besser jagen. Ansonsten die Hunde machen, soweit ich weiß, eigentlich nichts, außer die beschützen, glaube ich, eure Siedlungen so ein bisschen. Helfen dabei, alle Eindringlinge abzuwehren. Sie essen die Reste, die Menschen übrig lassen. Daher müssen sie nicht gefüttert werden oder Unterschlupf erhalten. Man könnte sie aber für ein rohes Fleisch töten, aber nee.
Schick mal nochmal alle hier jagen. Vielleicht können sie die fertig machen. Gerade die Kleintiere müssten eigentlich mit einem Schlag weggehen. Wäre trotzdem cooler, wenn sie sich irgendwie ein bisschen koordinieren könnten. Sehr gut. Wir haben jetzt mal wieder ein paar Häute bekommen und auch ein bisschen Fleisch. Sehen wir hier, wird auch gleich aufgehangen. Ansonsten bleibt nichts weiter zu tun, als erstmal die Forschung hier, das Wissen zu erlangen. Und je mehr Sachen wir quasi einsammeln, umso besser. Sehr schön, noch ein Steinbock. Ich glaube, ich bin mal fürs Werkzeug. Das heißt, wir können jetzt hier die Sachen gehen. Wir können den Speer wegmachen. Holz fällen, kämpfen, abbauen, kämpfen. Ne, der Rest muss bleiben. Okay. Dann gleich die neuen Sachen hergestellt, sehr schön. Das heißt, wir können dann auch Holz hacken gehen. Ich glaube, ich werde mal hier die Bäume hier mal fällen, damit wir hier ein bisschen Platz haben zum Bauen. Steine holen haben wir schon. Den Rest haben wir alles. So, ich denke mal, Essen sollte mehr als genug sein. Das Zelt ist voll. Da haben wir noch ein bisschen Platz. Wildes Pferd, was auch ein bisschen beschädigt ist. Da reichen vielleicht ein, zwei Schüsse und er ist weg. Okay. Ist mir echt hier zu wenig zum Jagen. Ich glaube, bevor wir Brücken bauen können, das dauert noch ewig, oder? Brunnen, hier ist die Brücke. Pfahlherstellung. Ein paar Früchte sind verfallen. Pferd ist leider abgehauen. Schade. So ein Nashorn wäre natürlich auch geil. Ja, da bräuchten wir mehrere Leute. Können wir hier sehen. Hier ist das Gemeinwohl. Mist, wie gut sich deine Siedlung schlägt, hängt von den Werten der Kleidung deiner Einwohner sowie Nahrungsüberschuss. Beeinflusst Ankunftshäufigkeit. Nashorn ist jetzt hier. Dann können wir versuchen, hier die Esel zu jagen. Die sollten eigentlich auch nicht so viel Energie haben. Oh, wir haben drei neue Leute bekommen. Ne, zwei, sorry. Jetzt sind wir zu 11. Das ist sehr schön.
Wird's auf jeden Fall ein bisschen voller hier. Was? Wie viel Energie haben denn die? Ja, wenigstens einen haben wir erwischt. Oh, irgendwas war hier. Okay. Ja, wir brauchen unbedingt bessere Jagdwerkzeuge, dass wir da die größeren Tiere killen können. Ich meine, an sich Essen haben wir genug. Rohe Haut, getrocknete Haut, da ist es auch jetzt sehr viel mehr gekommen. Wir bräuchten mal noch ein bisschen mehr Lederoutfitte. Die werden hier alle auch schon gebaut. Das heißt, wir können jetzt hier die Schleuder freischalten. Die ist zum Jagen gut. Machen wir mal auch mit rein. Viele Hunde wir jetzt hier schon haben. So, Händler ist gekommen. Was haben wir denn hier? Das brauchen wir alles nix. Aber wir könnten ein paar alte Dinger loswerden. Zum Beispiel die Holzharpune. Die brauchen wir nur wirklich nicht mehr. Nehmen wir einfach die Früchte. So. Gerade Winter, wir bräuchten vielleicht eh Essen, wo wir so viel Essen hier haben. Da wurde der erste Baum gefällt, nice. Machen wir uns hier quasi auch ein bisschen Platz zum Bauen, das hier würde ich nachher auch noch wegmachen. So, wir haben noch rohe Häute, haben wir noch ein paar, okay. Oh oh. Höhlenlöwen. Nicht gerade wenig, oh oh. Müssen wir aufpassen, dass hier mal kurz keine Leute von uns hingehen. Vielleicht greifen die ja den hier an. Das wäre natürlich auch cool. Okay, wir haben keine Feuersteine mehr. Da haben wir noch was. Da erstmal hingehen. Ich hab ein bisschen Angst um die. Ist auch noch ein Junge. Sehr mutig, hier bei den Löwen lang zu gehen. Okay. Wäre schön, wenn die den angreifen würden. Das wäre auch cool. Ne, hier ist nix. So, kommen wir schnell da weg. Neuer Mensch wurde geboren, 12 von 18, das ist immer noch okay.
die machen nichts. Schade. Ja. Oh, jetzt aber, oder? Die Esel. Die sind doch leichte Beute für euch. Oh, guckt euch das an. Ja, wir haben genau den rausgesucht, der geschwächt war. Da sind jetzt ein paar Knochen übrig. Oh Gott. Was machst du da? Steine. Oh, die muss da jetzt durch das kalte Wasser laufen. Okay. So, Stöcke haben wir genug. Feuersteine ist eher so mäh. Da sind wir aber gerade dran. Wird hier noch irgendwas hergestellt? Feuersteinspeer, okay. Heute haben wir nicht mehr zu hängen. Hier den Esel wegmachen. Der mitten im Lager ist. Nee. Meilenstein freigeschaltet. Überleben. Okay. So, dann sind wir jetzt wieder bei 5. Das heißt, wir machen jetzt noch das eine hier. Da können wir noch irgendwas Neues bauen, glaube ich. Da war nur hier so ein Totem, können wir jetzt bauen. Alter, ist ja groß. Den stellen wir mal hier hin. Und bauen mal hier noch ein Wohnhaus hin. Hier so ein Jagdgebiet festlegen, dann laufen die automatisch immer los, wenn hier Leute, was heißt Leute, wenn hier Tiere rumrennen. Mache ich das einfach mal, wenn die hier in der Nähe sind. Dann sollen die loslaufen. Wird stürmisch. Da können wir wieder ein bisschen schneller machen. So, die nächste Wissensstufe, da brauchen wir 15 Stück, ey, um hier in die nächste Stufe zu kommen. Das dauert ein bisschen länger. An Altersschwäche gestorben. Verdammt. Schon haben wir einen weniger. Die Leute werden dann auch traurig, wenn ein Mann stirbt. Das heißt, die wollen... bräuchten hier ein bisschen mehr Moralerhöhung. Das heißt, wir werden mal doch ein, zwei mehr von denen hier bauen. Ja, sind alle super traurig. Ich denke mal, das wird sich hier auch bemerkbar machen. Ja, Gemeinwohl ist natürlich jetzt gestört. Ist immer so, wenn jemand stirbt. So. Oh, mal anders hinsetzen. So. Dafür ist jetzt ein neuer Mensch geboren worden. Na, seht ihr. Ja, wir müssen die unbedingt fertig bauen, die Dinger. Ich brauche richtig viel, der Totem. Shit. Knochen. Haben wir noch Knochen? Ja, 15 Stück.
Die bauen erstmal das Haus fertig, okay. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wenn die jagen, ob die dann auch größere Tiere jagen, die dann da einfach langlaufen. Guck mal, hier ist einer noch am Fliehen, oder? Da müsste aber ein Schuss reichen. Schwupps. Nice. Kann eigentlich Sachen aufhängen. Hier, der betet. Oh, gib mir Moral wieder. Ein Händler ist gekommen. Hat leider keine... Ja, wir können mal ruhig Feuerstein machen. Ein Holzspeer kann weg. Und das macht gar keinen Sinn. So. Okay, jetzt ist wirklich nur noch eine Warterei, je nachdem, wie wir hier unser Wissen erlangen. Ansonsten haben sie eigentlich alles Mögliche, was sie hier tun können. Und wir haben auch mehr als genug Fleisch. Holy shit. Ja, wir schwimmen quasi in Essen. Das Gemeinwohl steigt hoffentlich wieder. Viele Stöcker durch den Abfall. Am besten wäre natürlich, wenn wir hier jagen könnten. Aber hier ist immer noch ein Höhlenlöwe. Ja, bleibt erstmal nichts zu tun. Könnt's ruhig noch mal ein bisschen schneller machen. Ist jetzt so ein kleiner Automatismus hier mit drin. Wir haben eigentlich von allen genug, oder? Ist hier noch irgendwas im Queue? Nee. Oh, 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 oh. Das Kind wurde angegriffen. Da kommen jetzt aber auch die Hunde zur Hilfe. Eieiei. Da haben wir quasi unseren ersten Höhlenlöwen erlegt. Nice. Ungewollt. Ja, vielleicht hat er Hunger bekommen. Ich weiß jetzt nicht, wo das Junge ist. Ist das hier noch mit bei? Nee. Eieiei. Mal gucken, ob der eine jetzt da übelste Schmerzen hat. Oder sich vielleicht eine Infektion holt. Der ist auch schon ein alter Mann. Eieiei. Hat auf jeden Fall was abbekommen. Aber die Hunde haben auch geholfen. Auch ganz cool. Jagen und sammeln. Okay.
Okay, dann macht er ein Bild extra von dem Meilenstein, ja. Geil. So, sind wir bei 6. Wir brauchen 15. Wow. Okay. Können wir da ein bisschen schneller machen? Haben echt super viel Zeug. Ich glaube, wir müssen bald wieder mal eine neue Lagerhütte bauen. Da kommen ganz viele neue Leute. Früchte, 4 neue Menschen. War schon 16, okay. Das heißt, jetzt kann jetzt aber ganz viel neues Zeug gebaut werden. Da müssen wir mal gucken, dass das mit dem Essen denn hinkommt hier. Tiermäßig gerade überhaupt nichts los hier. Wieder hat noch immer nur Löwen. Ein Hund von uns, warum der da hinten ist? Keine Ahnung. Tada. Ja, der greift den Hund an, natürlich. Nein, unser Hund. Ist auch ein bisschen klar, warum der auch da hinten ist. Oh Gott. Greifen die jetzt alle an hier? Oh Gott, oh Gott. Dann machen wir sie alle fertig hier. Je weniger das von denen gibt, umso besser. Ja, haben wir leider einen Hund verloren, aber gut. Dafür haben wir 2 Löwen bekommen. Der schraubt da hinten noch rum, okay. Lududududu. Auch nichts los. Also hier ist eigentlich wirklich unser Jagdgebiet, ey. Dass lang die blöden Löwen hier sind, sehe ich da echt ein bisschen schwarz. Aber wir haben eigentlich genug Zeug, um den nächsten Winter auch zu überleben. Wir müssen nur wirklich aufpassen, wir kriegen ja immer mehr Bevölkerung, dass uns das nicht irgendwann noch kaputt haut. Feuerstein ist auch wieder alle. Damn. Kupfererz. Jetzt müssen wir leider schon immer weiter hier, um die Feuersteine zu kriegen. Wo 14 noch einen, dann haben wir die nächste Ebene. Vielleicht kriegen wir dann auch noch ein paar neue Gebäude. Mal gucken. Keine Feuersteine mehr. Damn.
Da haben wir auch nochmal was. Magalit ist aber auch kein Feuerstern, oder? Nee. Okay, wir haben 15 Wissen, das heißt, wir können in die nächste Stufe gehen. Bam. Die kosten jetzt 7. Steinschleifen. Keramik freigeschaltet. Bla, Anfänge, bla. Aber leider nichts Neues dazu gekommen. Zwar einzeln und sehr langsam, wo ihre Moral verringert wird. Schlitten und Karren lösen das Problem. Ja, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir da mal was investieren. Oh, nicht schon wieder. Sag mal. Oh, jetzt, diesmal sind es Wölfe. Okay. Hey, hey, hey. Und Bären. Also die Ecke hier scheint echt gefährlich zu sein. Was Tiere angeht, ist ja echt schlimm. Was nehmen wir als nächstes? Kupferschmelzen. Ich glaub, wir machen dann wirklich erstmal die Schlitten. Händler. 150. Können wir da irgendwas machen? Ich hätte ja gern mal hier. Oh, 225 auf einmal. Nee, das kriegen wir nicht hin. Jetzt mal alle unsere Sachen opfern. Also jetzt haben wir es ja auch Sommer. Das wäre natürlich ein richtiger. Wir machen es mal. Schleifstein freigeschaltet. Feuersteinmesser, Knochenharpune. Brauche ich noch mehr Feuersteine? So, haben wir hier noch irgendwas freigeschaltet? Nee. Nee, leider nicht. Schade. Okay, einige haben keine warme Kleidung, das kriegen wir aber hin. Aber natürlich nur, wenn wir hier auch irgendwie mal jagen gehen können. Oh, es greift euch gegenseitig an. Kommt schon. Steine sind auch weg. Hier haben wir noch ein Gebiet. Das
wird immer weiter weg jetzt, ey. Uiuiui. Ist auch ein bisschen kalt. Kann nicht wahr sein. Dass wir hier nichts zum Jagen haben. Da müssen wir wirklich warten, bis erstmal wieder der Frühling kommt. Ich hoffe, die haben genug Nahrung. Beziehungsweise werden hier nicht, erfrieren hier nicht. Wo die bauen ja gerade. Hautoutfit haben wir auch. Ob die Eltern die Hunde verteidigen, die kleinen Wölfe. Oh, scheiße. Oh. Die können wir hier alle jagen. Der andere hin. Da ist noch einer. Und da ist noch einer. Aber den großen Bären, der ist wichtig. Der gibt bestimmt viel. So krass, dass die in Nahkampf gehen. Geht nur mit dem Faustkeil jagen, okay. Schön, haben wir noch einen. Das ist doch perfekt. Den Wolf hier noch weg. Und den Bären haben wir auch. Nice. Ich denke mal, da sind wir jetzt durch den Winter auf jeden Fall safe. Ein Wissen noch, dann können wir noch was anderes machen. Brunnen. Na, ich bin für den Schlitten, glaube ich, wirklich. Müssen wir ganz viele von bauen. So, genau, schön die Haut überall hinhängen. Nice. Also wir müssen mindestens mehr Nahrung haben, als wir Einwohner haben. Ansonsten haben wir ein Problem. Hey, verdammter Wolf. Der hat mir da gerade ein bisschen was weggegessen. Okay, der Winter ist aber zum Glück gleich vorbei. Wir haben es gleich geschafft. Ist hier hinten noch irgendwer? Nee. Soll ich noch eine Feuerstelle machen oder reicht es noch? Zwei neue Menschen bekommen. Jetzt bei 19.
Wasser extrahieren. Kann man hier machen. So, dann bauen wir mal ein bisschen neue Sachen und wir können, glaube ich, sehr schön die Transporter jetzt machen. Das heißt, die sind jetzt hier drüben, die Schlitten. Da müssen wir aber auch aufpassen, die brauchen Haut. Die kann man irgendwo hinbauen, weil die ziehen die ja dann eh miteinander hin und her. Machen wir für den Anfang 4. Weil wir bräuchten jetzt doch auf jeden Fall ein bisschen mehr Haut. Das heißt, wir müssen jetzt mal wieder auf die Jagd gehen. Und es gibt keine Tiere mehr auf der Welt. Mein Gott, das kann doch nicht sein. Ja, auf jeden Fall haben sie erstmal genug zu bauen. Und ich würde sogar noch mal so ein Ding hier mit hinmachen. Wie sieht's hier aus? Das wird auch noch produziert. Okay. Aber die alle verjagt, die Tiere. Gibt es keine Tiere mehr auf der Welt. Ein Händler ist gekommen. Das kostet aber wieder so viel. Ich glaube, ich lasse es. So, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal wieder einen Cut rein. Wir haben es auf jeden Fall in das nächste Zeitalter geschafft. Und jetzt werden wir erstmal noch Bogen schießen und Getreideverarbeitung. Das wird ganz interessant. Da können wir nämlich eigentlich mal unsere eigene Felder und so machen. Ich glaube erstmal Nahrungstrocknen. Und man kann den Heuhaufen, den Mörser und die Hülsenflüchte kann man endlich verarbeiten. Das mache ich mal noch vor dem Bogen, damit wir hier auch wirklich genug Nahrung haben. Weil wenn es hier echt bald keine Tiere mehr gibt, dann stehe ich hier echt so ein bisschen auf dem Schlauch. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, immer schön ein Abo und ein Like da lassen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und dann hoffe ich, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.